Schön, dass du da bist. Warum hat er dir das angetan? Was war der Grund? Das heißt, es geht in diesem Orakel um eine Verbindung. Vielleicht besteht diese Verbindung gar noch. Wir werden gleich schauen, was da ganz genau war, damit du weißt, ob du resonierst. Es geht auf alle Fälle um eine herausfordernde, schmerzhafte Situation und du möchtest wissen, warum hat er dir das angetan? Wenn du ein Mann bist, dann dreh das bitte entsprechend um. Ich spreche jetzt aus Sicht einer Frau, ist einfach einfacher. Okay? Ich danke dafür dein Verständnis. Beachte auch, das ist eine kollektive Kartenlegung, ersetzt keine persönliche Kartenlegung. Ich arbeite mit dem Paulina-Tarot und los geht's. Warum hat er dir das angetan? Warum hat er dir das angetan? Gut, ich schau mal, was er dir denn angetan hat. Zu Schlimmes. Wie ist die jetzige Situation? Was hat er dir denn angetan? Da liegt er schon. Das, was er dir angetan hat, ist, wenn du da resonierst, dass er dir erstens, also dass er sehr viel Zeit verfließen hat lassen, sehr bequem war, neunter Kelche, und sich nicht eindeutig positioniert hat mit den zwei der Stäben und wärst du also kühler, distanzierter Ort an den Tag gelegt hat. Er hat sie nicht positioniert. Wie sagt man da? Ich suche nach dem richtigen Ausdruck. Unverbindlich. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Und bequem. Also nach dem Motto, so geht es ja auch. Und Zeit verstreichen lassen. Warum hat er dir dies angetan? Warum hat er sie so verhalten? Warum? Für einige
die hier zuschauen, ist es so, das ist aber nicht für alle, ich kriege so 50%, dass er das getan hat, weil er gebunden ist. Bis hin zu verheiratet, ja. Daher diese unverbindliche Haltung. Die anderen 50%, schauen wir gleich, ist halt immerhin eine kollektive Legung, ne? Danke übrigens für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Als Zeichen deiner Wertschätzung, danke für deinen Kommentar. Warum hat er dir das angetan? Diese Unverbindlichkeit, diese Kühle, diese Distanziertheit, Bequemlichkeit. Aus einer Überforderung heraus, die 10 der Stäbe. Und bei seinen Gedanken, 10 der Schwerter, so sind seine Gedanken sagen Nein zu einer offiziellen Verbindung, die drei der Münzen, also Intimarbeit, etwas gemeinsam aufbauen mit dir, gepaart auch mit Sexualität, ja. Und seine Gedanken sagen, ich bin so überfordert, ich schaffe das nicht, ich kann da im Moment nichts aufbauen. Ja, die drei der Münzen mit den 10 der Schwertern. Darum hat er sich so verhalten. Ein Rat für dich, denn ja, das ist ja so, die Situation nicht einfach oder nicht einfach für dich gewesen. Was ist ein Rat für dich, ein Impuls für dich? Der Impuls für dich ist, schau einfach, ob du diesen Impuls annehmen möchtest oder nicht, natürlich, ne? Eindeutig, dass du den Verstand einsetzt mit dem Ritter der Schwerter. Dass du dich ein Stück weit zurückziehst, zurücknimmst aus der Situation von ihm, dem Eremit, um Klarheit zu gewinnen, um Reife zu gewinnen, um Fokus zu gewinnen in der Situation. Den Verstand über das Herz zu stellen, also den Kopf einfach einzusetzen in dieser ganz speziellen Situation. Im Hinblick auf das, was du dir wert bist und was auch diese Situation dir wert ist, erinnere dich an deine Werte, Ass der Münzen, und der Impuls der Karten ist, lass ihn handeln, der König der Stäbe. Lass ihn handeln. Spür rein, ob das für dich stimmig ist. Gell? Soll ja für dich passen. Pass gut auf dich auf. Okay.
Bis bald. Viel, viel Segen für dich, Stella.